Da oben ist also jetzt unsere Scharte, das ist das Gipfelziel. Wir sind jetzt da hier an einem wunderbaren, sicheren Platz, ein idealer Checkpunkt, wo wir den letzten Hang, das ist gleichzeitig die Schlüsselstelle für unser Tourenziel, noch einmal beurteilen können. Da stehen wir also ganz sicher. Und was glaubt ihr jetzt, wie steil der Hang ist da hoch? 30, 35 Grad. Genau, 30 bis 35 Grad. Wie gehe ich denn vor bei der Beurteilung von so einer Schlüsselstelle? Ich muss alle Faktoren mit einbeziehen. Alle Faktoren mit einbeziehen. Am besten ist es, wenn ich mir die drei Fragen stelle. Wie, Wie, wo und was? wo und was? Ja, wie wir es gelernt haben im Unterricht auch. Wie gefährlich ist es? Das weiß ich dann vom Lawinenlagebericht. Dann nehme ich einfach die Gefahrenstufe. Was haben wir heute für eine Gefahrenstufe? Stufe 2. Gefahrenstufe 2, genau. So, wo ist es gefährlich? In allen nördlichen. In den nördlichen Hangbereichen. Was haben wir da für einen Hang? Das ist ziemlich sein, die Rinne, oder? Genau, das ist Ostner und du hast ja schon gesagt, das ist eine Rinne. Mit der Rinne müssen wir vorsichtig sein, weil die Rinne hat ja mehrere Seiten. Die Ausrichtung geht nach Ostner und auf der einen Seite haben wir es dann nördlich ausgerichtet und auf der anderen dann eher südöstlich. Ja, also haben wir auf alle Fälle eine Exposition, die im gefährdeten Bereich ist, in dem Nordsektor mit drin. Und was war heute gefährlich, wenn wir den Lawinenlagebericht richtig auswerten? Triebschneeablagerungen. Triebschneeablagerungen. In der Höhenlage da sind wir ungefähr auf 2000 Meter, trifft es genau zu. Gell? Weiter unten, da war es eher die Durchfeuchtung der Schneedecke, aber in den höheren Lagen oder mittleren Lagen und Hochlagen hat er gesagt, die Triebschneeansammlungen, vor allen Dingen die frischen Triebschneeansammlungen. Ja, haben wir da jetzt schon Triebschnee drin? Ja, bestimmt. Aber wenn man ja schon schaut, das Glitzernde, das ist ein Haarsteckel, der ist abgeblasen und das Ja, Stufe, das wird Triebschnee sein. genau. Da sehe ich einzelne Inseln, das sehe ich, das glitzert sogar ein bisschen. Das ist wahrscheinlich ein Haarsteckel. Und zwischendrin sehe ich ein bisschen den matten, stumpfen Schnee, der wird ja wahrscheinlich auch ein bisschen tiefer sein. Also sind da schon ein paar so Mulden zugeweht worden. Da ist Triebschnee drin. Gut, du hast gesagt, 35 Grad steil ist der Hang. Gefahrenstufe 2 haben wir. Wenn wir jetzt unsere Snowcard anwenden, wie steil dürfte ich denn heute gehen bei der Gefahrenstufe 2 in der Exposition? Muss ich sagen, günstig oder ungünstig? Ungünstig, genau. Und wie steil sind wir? 35 Grad geschätzt jetzt. Das werden wir nachher noch einmal genau messen, ja, wenn wir dort sind. Ja, müssen wir halt Sicherheitsvorkehrungen treffen. Jawohl, ja gut. Genau, wir sind mit Sicherheit bei 35 Grad, Gefahrenstufe 2, kommen wir in den gelben Bereich rein, wo wir dann einfach Vorsichtsmaßnahmen treffen müssen. Die Vorsichtsmaßnahmen, die wir da jetzt machen, sind auf alle Fälle, dass wir Abstände halten, 10 Meter. Mindestens, gell? Dürfen auch mal mehr sein, die 10 Meter, aber nur nicht in der Entfernung, sondern auch an der Kehre, also wenn wir mal übereinander stehen, müssen wir die 10 Meter auch einhalten. Ja? Und dann können wir eigentlich mit den Entlastungsabständen dann, glaube ich, ziemlich sicher da hochgehen. Und der Führer, der muss halt dann ein bisschen sondieren, mit dem Skistock und mit den Füßen, damit er ein bisschen ein Gespür für den Schnee entwickelt und merkt, wann er in den Triebschnee reingeht und dann einfach nochmal überprüfen, ist der Triebschnee verbunden mit der darunterliegenden Schicht oder lässt er sich oberflächlich leicht wegschieben? Dann wird es gefährlich, dann ist es vielleicht sogar erforderlich, dass wir in der Spur uns wieder umdrehen und zurückgehen müssen. Aber ich würde sagen, insgesamt schaut es recht gut aus und oben auf die Scharte hin wird das Gelände eh wieder ein bisschen flacher. Das spuren wir jetzt einmal an, oder? Ja. Okay.